Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Ja, das lese ich diesmal nicht vor, was der sagt. Ja, so viel vorweg. Ich hab's nochmal versucht, nur ungefähr eine halbe Stunde. Ist nur ein bisschen blöd, dass man das halt rausgeschnitten hat und nicht beweisen kann. Aber es hat alles nichts gebracht. Also habe ich geguckt und an sich war meine Idee natürlich gut. Aber Luigi's Arme waren zu kurz. Naja, mehr oder weniger. Ihr werdet gleich sehen, was zu tun ist. Also ich habe es extra noch nicht ausprobieren. Das sind ausprobiert. Selbst das werden dann meine Blind-Reaktionen sein. Oh, wow, wow, wow. Ich konnte nicht mal meinen Satz zu Ende sagen. Ah. Wow. Übrigens ist jetzt auch die Quali hoffentlich ein bisschen besser, weil ich ein bisschen rumgeschraubt habe. Das sollte auffallen, denke ich mal. Dass man jetzt Luigi schön wegschlittern sieht. Oh, da sind wir wieder. Und der Grund, warum ich es noch nicht offscreen getestet habe, die Variante, die eigentlich funktionieren sollte, ist, wenn sie funktioniert, ist der Bosskampf sehr leicht. Ja, ich weiß, irgendwie sind alle Kämpfe hier in diesem Spiel relativ einfach, aber ich habe mich doch immer sehr, sehr bescheiden ausgedrückt, beschadet, verhalten. Okay, das versteht jetzt auch kaum einer, warum ich jetzt beschadet gesagt habe, aber es ist sozusagen eine Zensur. So, man muss nämlich am besten ganz weit weg von ihm, weil dann kann er weder mit seinem Feuer ankommen, noch mit seinem Sauger, kann er nur seine Kugeln werfen. Und diese Kugeln müssen wir ansaugen. Ich verstehe nicht, warum das bei mir nie geklappt hat. So nicht. Ja, jetzt hätten wir ihm eigentlich eine vor den Kopf hauen müssen. So, ich versuch's gleich nochmal. Der wird sich wahrscheinlich jetzt erst nochmal drehen, aber es kann uns egal sein. Wir müssen einfach nur ganz weit weg. Wie gesagt, dann wird er mit seinen Kugeln werfen. Ist nur ein bisschen blöd, wenn er springt. Dann dürfen wir auch nicht zu weit weg sein. Oh, natürlich dürfen wir uns auch nicht einsaugen lassen. Oh Mann. Wenn die Strategie funktioniert, dann braucht man sie an sich eigentlich nur zwei oder höchstens dreimal anwenden. Dann ist der Bosskampf schon zu Ende. Ich hoffe, wir kriegen das auch mal hin. Sieht ja bis jetzt noch nicht so danach aus. Wieso kann ich den nicht einsaugen? Hallo, ich stehe genau davor, aber es bringt mir gar nichts. Ey. Können wir eigentlich gleich wieder von vorne anfangen? Das bringt doch so schon gar nichts mehr. Ich versuche jetzt erst nochmal weiter und selbst wenn wir Game Over gehen, ich schneide dann einfach den Weg raus und wir sehen uns dann hier gleich wieder. So, hier, komm, gib mir deine Bällchen. So, jetzt habe ich einen. Warum? Oh, bei mir klappt sowas nie, egal was ich mir für Strategie ausdenke. Oh, Mann. Ich sollte jetzt eigentlich lieber angenervt. Oh Mann. Das kann es doch echt nicht sein. Gut, jetzt mach irgendwas. Oh. So kann das ja auch nichts werden. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So wird das ja nichts. Here we go again. Zum dritten Mal. Aber es soll uns nicht ergehen wie bei den beiden Malen zuvor. Nein, das darf uns diesmal nicht wieder passieren. Dafür ist dieser Boss zu lame. Ja, noch mal ein bisschen Kopfwickeln. Kopfschmerzen, was? Ja. Ich muss mal ein bisschen versuchen, ein bisschen motivierter hier zu klingen. Ein bisschen. Hauptsache ein bisschen, nicht viel. Ja, spuck erst ein Feuerchen, ist auch in Ordnung. So, jetzt kommt er hier mit seinen Kugeln wieder an. Kugelwillis. Wow, wow, wow. Oh, schon wieder nicht getroffen.
kann doch echt nicht wahr sein. Oh, lauf, Luigi. So, hier, komm mit deinen Kugeln. Hier kommst du eh anders nicht hin. Werf die Kugeln und alles ist gut. Oh. Jawohl! Jawohl! Endlich! Der hat zwar 500 Energie, aber... die sind relativ schnell abgezogen. Wir ziehen natürlich beim ersten Mal nur 50 ab, also... naja, 56, aber trotzdem. Und man sieht, es ist eigentlich wirklich schwer. Man muss dann halt noch diesen Eisdingern ausweichen. Aber es hält sich alles noch im Rahmen des Möglichen. So, jetzt greif an. Mach die Rübe runter. Oh, ich verbrenne mich natürlich nochmal. Das sieht gar nicht mehr so schlecht für uns aus. Der hat schon über die Hälfte verloren. Jetzt müssen wir einfach nur noch mal weit weg. Schade, dass wir keine Herzen kriegen. Irgendwie gab es doch hier noch Herzen. Wow. Von beidem erwischt. Jetzt ist auf jeden Fall die Hälfte weg. Ja, jetzt hat er erstmal den Kopf ein bisschen falsch rum, ein bisschen kopflos läuft er jetzt hier rum und macht alles kaputt. Vielleicht kriegen wir ein Herz hin. Ja. Wir kriegen sogar noch ein Herz ab. Die waren also in den Säulen. So ist das. Aber wir sind klein und das ist nicht super. Ich wäre gerne wieder groß. Ja, die Kugeln konnten wir jetzt auch vergessen. Ja, komm doch einfach hier mit deinen Kugeln an. Genau so. Wow, wow, komm nicht zu nah. Nein, 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 nein. Oh, nein, das gibt schon wieder so viel. Geh weg, geh weg, geh weg. Das Feuer macht immer auch nochmal Schaden. Man hat eigentlich schon fast alles verloren. Wenn du nur einmal einen bekommst. Das ist total fies. Aber wenigstens haben wir in dieser Runde mal ein bisschen mehr erreicht. Ich hoffe aber... ey, Luigi, kannst du dich nicht auch einfach mal ein bisschen bewegen, anstatt nur rumzustehen? Wir müssen ihn eigentlich nur noch einmal treffen, dann ist alles fertig. Oh Mann, der darf nicht springen. So war das auf keinen Fall was. Komm mit deinen Kugelchen her. Oh nee, jetzt lass ich mich auch noch von den Kugeln hier treffen. Oh, na toll, noch einmal. Hoffentlich haut er noch mal eine Säule mit ein paar Herzen um. Oh mein Gott. Wie soll das bloß ausgehen? Da fahren sie es im nächsten Part. Jetzt springt er nochmal. Ja. Hast du super gemacht. Saug da nochmal Louis Bälle her. Los, so rappelt. Oh, nee. Nee. Das war's. Ich spiele mal eben nochmal, bis wir so weit sind und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Na endlich! Na endlich! Geschafft mit 6 Energiepunkten. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch was mit Bowser machen. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Ich hab's auch echt mit dem nächsten Versuch geschafft. Wenn auch sehr knapp, wie man sieht. Sehr, 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 sehr knapp. Aber ich hab's geschafft und
Man möge mir das Keuchen verzeihen. Aber die Melodie wieder. Mach ich meinen Sound ein bisschen lauter, weil jetzt wird es ja mehr oder weniger episch. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu laut läuft. Luigi, du hast es geschafft. Das ist außergewöhnlich, mein Junge. Es war Stand der Schreckwecken 816 aus meiner Entwicklung. Aber du hast dich bis ganz nach oben durchgekämpft, mein Kleiner. Ich eher bis ganz nach unten. Du hast mich so stolz gemacht. Ich wünsche, ich hätte ein Taschentuch für ihn. Jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen, bitte. Jetzt schimpft er auch mal mit sich selber. Wie bitte? Erst hast du König Buu gefunden? Und dann ist der MPD von Bowser hineingesprungen, sagst du? Sogar mit Feuer hat er nach dir gespuckt? Heiliger Bimbam, mit all den Jahren meiner Geisterforschung ist noch nie eine so fabulöse Geschichte an meine Ohren gedrungen. Du musst bedenken, dass sich diese Karriere über 60 Jahre erstreckt. Nun, ich erinnere mich noch gut an meine Anfänge. Als junger Spund brachte mich bereits der Gedanke an einen Geist zum Zittern. Zum Zittern! Oh, entschuldige bitte, mir sausen so viele Dinge von damals wie heute durch den morschen Schädel. Ich könnte eine ganze Woche damit verbringen, Geistergeschichten zu erzählen. Nun, es bleibt noch eine Sache zu erledigen. Ganz genau. Ja, gut. Luigi, schnapp dir das Porträt deines Bruders und bring es zu mir ins Labor. Hey, der arme kleine Racker ist eingeschlafen. Er muss vor lauter Erleichterung und Erschöpfung zusammengebrochen sein, als er dich ankommen sah. Ja, mach ich auch gleich. Ich kümmere mich mal darum, die Maschine startklar zu machen, damit wir deinen Bruder wieder in seine ursprüngliche Form bringen. Einverstanden? Ja, da wäre ich dafür. Ich erwarte euch beide. Leider kenne ich zwar die Sequenz schon, aber die ist auf jeden Fall sehr cool. Gut, wie er das Bild nimmt, das weiß ich jetzt nicht. Aber naja, was ist schon dabei? Er nimmt es, hebt es hoch, freut sich. Yay! Es läuft da davon. Ich wollte übrigens nochmal sagen, man hat ja gerade gesehen, ich habe 50 von 50 Buhus. Wie das dazu kommt, und ich habe auch den letzten Geist, wie es auch dazu kommt, das erfahrt ihr dann in einem Extra-Part, der noch hier nachkommt. Das ist ja der Hammer. Du hast in nur einer einzigen Nacht alles erledigt. Gut gemacht, Luigi. Ja, es war nur eine Aufnahmesession. Die von dem Buhus errichtete Villa ist im Dunkel der Nacht verschwunden. Doch der Schatz ist offensichtlich zurückgeblieben. Ich brauche solches Zeugs nicht. Beides von mir aus. Und mach damit, was du willst. Ich hoffe, man hört mich noch überhaupt durch diesen ganzen Sounds. Weil gleich wird es sehr laut, aber ich glaube, dann bleibe ich auch still, wenn es laut wird. Sag bloß, du hast genug vom Geld einsammeln. Dann kümmern wir uns mal darum, deinen Bruder zu retten. Selbstverständlich ist mir dein Bruder lieb und teuer. Doch wir müssen uns zuvor noch um die letzten Geister kümmern. Ja, jetzt werden hier noch die letzten Geister reingestümmert. Da ist jetzt übrigens auch noch der Geist drin, der im Extra-Part erscheinen wird. Den habe ich vorher aufgenommen, aber der kommt gleich. Was? Ich dachte, der kommt jetzt hier auch. Na gut, da ist eben hier nur Bowser und König Buu. Ah, bin so froh, dass ich das endlich geschafft habe. Diesmal habe ich auch echt alles vom Bosskampf gezeigt. Sogar mehrmals. Die Geister sind unsichtbar. Ja, wieder der altbewährte Deck. Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Jetzt kommen sie alle und fertig sind unsere unheimlich geistreichen Gemälde. Hier Bowser und König Buu. Ach, der Vielfraß. Ja, das war ein cooler Kampf. Der Billardspieler. Der Geist aus der Vase. Was war das denn? Der Maler? Ne, das ist der Maler. Was war denn das davor? Ah, okay, bitterlich. An den Namen erinnere ich mich noch. Ich hoffe, das hat man gerade nicht gehört. Die drei Zinssoldaten. Der Eskimo, also Inuit. Ach, das, was ich wohl nicht erkannt habe, war dann wohl der Geist, den ich noch im Extra-Part eingesammelt habe. Ich würde mein gesamtes Hab und Gut darauf verwetten, dass keiner außer mir solche gespenstisch schönen Bilder besitzt. Hier kommt erst nochmal Herr Scheunendrescher dazu. Im Bereich 3. Volker Volltreffer. Und im Bereich 4 jetzt nochmal alle überhaupt. Onkel Bitterlich. Vasili. Vincent van Gate. Ah, doch Vincent. Sina T. Aufziehsoldaten. Herr Alpenträumer. König Buhu. Das ist eigentlich ein ganz cooles Bild mit Bowser. Ach, jetzt erkenne ich das auch von dem Mädchen. Also der eine Geist, den ich noch eingesammelt habe, der ist auf dem Kopf.
Insgesamt 23 Geister, das müssen eigentlich alle sein. So, jetzt kommt die Abrechnung und vorzugsweise halt auch mein Rang. Ich hoffe, ich habe nicht den schlechtesten Rang. Das wird jetzt halt bewertet, glaube ich. Ich glaube, die Bewertung kommt vor. Ne, ich glaube, es kommt noch eine Sequenz. Würde eigentlich mehr Sinn machen. Das ist jetzt alles, was ich in dem Part erreicht habe. Gut, das ist viel. 42 mehr, das ist bei weitem kein A-Rang. Ich glaube, da braucht man 142 Millionen. Na, ich habe ja fast kein Secret mitgenommen. Ich habe ja nur das ganze Standardzeug. Ja, speichern auf jeden Fall. Was? Bereich 1? Aha. Null Geld? Ich hoffe, das ist jetzt auch hier alles richtig. Ach, ich muss noch A drücken. Ich dachte, das hängt jetzt hier. Wow. Mama mia. Da ist ja unser allseits beliebter Klempner. Quiquidee, wie eh und je. Und Luigi weint vor Freude. Beziehungsweise lacht und weint vor Freude. Oder er lacht nur und weint vor Lachen. Schwer zu sagen. Wo es immer eindeutiger wurde. So, damit wäre das Projekt abgeschlossen. Ich mache mal den Credit-Sound hier ein bisschen leiser, damit man mich auch besser verstehen kann. So, also Luigi's Mansion ist jetzt eigentlich offiziell zu Ende. Was kommt halt noch dieser Extra-Part? Während hier noch ein paar Bilder des Spiels vorbeilaufen, sage ich nochmal, was ich von dem Spiel halte. Ich muss sagen, es ist an sich, wenn man es jetzt doch durch hat, ein schönes Spiel. Mit schönen Rätseln und schön gestaltet, schönes Design, alles eigentlich geil. Nur wenn man es blind spielt, dann ist es doch ein bisschen hart. Ich habe mich doch wieder gefühlt wie so ein kleines, verzweifeltes Kind, welches halt so ein Spiel spielt. Ja, wie in meiner Jugend halt. Das waren doch Zeiten. Ja, an sich ist es eigentlich doch ein schönes Spiel. Und man kann es halt... Ich würde es eigentlich jedem Nintendo-Fan empfehlen. Auch gerade... gibt es ja mehrere, die Luigi lieber mögen als Mario. Da ist gerade dieses Spiel sehr schön, sehr gut dafür geeignet. Und ja, auch wenn ich es oft schlecht geredet habe, ist es eigentlich ein schönes Spiel, was auch wirklich schwierige Passagen hat. Aber welches Spiel hat denn keine schwierigen Passagen? Also würde ich sagen, es ist okay. Es wird zwar, glaube ich, nicht mein Lieblingsspiel, das hat diesen Platz, wird auf ewig ein bestimmtes Spiel behalten. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Ich denke, ich werde es auch nochmal privat spielen. Ich fand es sehr schön, ja. Sehr gutes Spiel, wie mal wieder von Nintendo. Und hat sich der Shigeru Miyamoto wieder mal was Tolles einfallen lassen. Ja, jetzt läuft der Abspann doch noch weiter, aber ich habe nichts mehr zu sagen. Aber ich möchte jetzt auch nichts irgendwie drücken, vielleicht, weil sonst vielleicht... Oh, Super Mario Club. Unter Umständen das letzte Bild nicht mehr gezeigt wird. Ich möchte jetzt unbedingt noch wissen, welchen Rang ich erreicht habe. Tja, so endete also die Sache mit den Geistern. Professor Igitt war völlig aus dem Häuschen, dass er seine Gemälde zurückgehalten hatte. Mit Luigis wertvollen Fundsachen finanzierte er ihm ein eigens errichtetes neues Haus. Willkommen in Luigis neuer Villa. Also wenn es noch F gibt, dann würde ich mich ja freuen. Aber das Häuschen sieht jetzt auch nicht aus wie eine Villa. Verdammt. Kommt jetzt noch was? Das Bild ist übrigens auch im Spiel so schlecht. Ach so, da kommt es jetzt noch. Da wird jetzt nochmal die Punktezahl eingeblendet. Ich weiß nicht, ob jetzt noch der Rang... Nee, das war's. Okay. Dann bis zum nächsten, bis zum Extra-Part. Da.
Und ansonsten war's das jetzt für Luigi's Mansion. Tschüss.